Von den No Angels sorgenfrei ab, und zwar Münchner Oktoberfest. Die No Angels Jessica und Lucy lassen es sich am Oktoberfest gut gehen. Ohne Bandkollegin Nadja Benaissa scheinen sie ja eine richtige Gaudi zu haben. Doch wie sie wohl reagieren, wenn wir sie auf das schwarze Schaf der No Angels ansprechen, das sehen sie gleich. Das traditionelle Oktoberfest auf der weltberühmten Wiesn steht auch heute hauptsächlich unter einem Motto: Flirten, was das Zeug hält. Und damit für alle gleich ersichtlich ist, dass sie freiwillig ist, hat It-Girl und Puls4-Promi-Camperin der Walker sich mit einem sehr einladenden Schriftzug verziert. Klar bin ich Single. Man muss ein bisschen damit kokettieren, ein bisschen spielen, ja? Egal, ob man Single ist, verheiratet ist oder nicht. Es ist einfach ein Spiel mit dem Feuer. Es macht auch Spaß, die Männer so ein bisschen zu ärgern, ja. Ah, bist du Single? Ach so, schön, ja, okay. Nein, aber ich habe heute wirklich mir auch das draufgeklebt, ja, mit Wild und so. Und sind sie alle ein bisschen irritiert. Aber sie ist nicht die einzige Dame, die die Männer hier mit ihren Reizen irritiert. Dürfen wir Ihnen diese Lady vorstellen? Alena Gerber ist Playmate, war schon mit Wladimir Klitschko und Geiger David Garrett zusammen. Jetzt liebt sie Shannon, den Bruder von Hollywood-Star Jared Leto. Aber hier liebt sie nur eines, ihr Dirndl. Man wird teilweise richtig gemobbt, wenn man kein Dirndl trägt als Frau. Und es macht halt einfach auch eine so schöne Figur. Tja, wer hat, der hat. Und jetzt raten Sie mal, wer Alenas beste Busenfreundin ist. Die gute der Wolke. Die ist gerade mit Essen. Davo! Die Davo, die hat es gerade, die muss jetzt gerade ihre Nahrungsaufnahme vollbringen. Ja, wir sind sehr gut befreundet. Und wir arbeiten ja im gleichen Business und dann hatten wir einen Dreh zusammen. Eine Woche waren wir in Asien, fernab von allem, und dann haben wir uns voll angefreundet, ja. Wir haben uns lieben gelernt. Und wie? Wir hingen eine Woche rund um die Uhr zusammen, haben diesen Dreh bewältigt und danach wurde es nicht besser. Tja, und es wird auch nicht besser, wenn man beachtet, worauf sich der Walker bei ihrer Freundin hauptsächlich konzentriert. Unser Andy Goldberger hat dagegen für die Vorzüge der Fashion-Damen im Dirndl gar nichts übrig. Bälle interessieren ihn nur in Form von Fußbällen. Er freut sich am meisten über dieses Bayern-München-Trikot. Es war eigentlich ausgemacht, dass auch für Wings for Life heute Spieler vom FC Bayern kommen. Aber leider, weil sie gestern verloren haben, haben sie halt Wiesenverbot gekriegt. Aber es hat uns natürlich einer Physiotherapeut im Zuge dessen ein Trikot, ein Originaltrikot von Arne Robben geschenkt. Anstatt den Spieler live dabei zu sein, können wir ein Trikot mit nach Hause nehmen. Ist auch toll. Kein Trikot, sondern ein edles Dirndl führte dagegen No Angel Jessica spazieren. Darüber plaudert sie dann auch herzlich gern. Das ist Silk and Pearls. Und die sind alle hier hinten, das ist das Logo. Warte mal, da. Das ist alles eine Einzelanfertigung, sind Unikate und macht wunderschöne Dirndl. Alles per Hand genäht. Alles per Hand, ganz jede einzelne Paillette. Fast schon überraschend, wie viel gute Laune die beiden hier versprühen. Und auch als wir sie fragen, ob Nadja noch Teil ihrer Band ist, machen sie gute Miene zum bösen Spiel. Uns gibt's nur als Trio. Ja. Also im Moment als Duo, aber sonst als Trio. Trio Angels. Ja, Trio Angels. Demnächst auch bei den Wiesen zu sehen. Nein, um Gottes Willen. Tja, alles ein bisschen herunterspielen, das ist wohl die Taktik der No Angels in der Causa Benaissa. Aber die No Angels als Trio sprechen wohl eine eindeutige Sprache. Doch wenn wir uns ganz ehrlich sind, so ernsthafte Themen passen dann auch wieder nicht wirklich zum Oktoberfest, oder? Er ist seit 16 Jahren Bürgermeister von Wien und will es auch in Zukunft bleiben.